So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. So, diese hässlichen Viecher sind jetzt zum Glück weg. Ich brauche für die wirklich eine bessere Waffe. Weil auf jeden Fall eine andere Waffe. Was bist du denn? Ich bin Sir Hammerlock und ich will, dass du für mich Dinge jagst und tötest. In den Borderlands findest du jede Menge seltene und gefährliche Exemplare. Ich werde dich reich für deine Trophäen belohnen. Legenden berichten vom blutdürstigen Chupacabra. Setze seinem Blut mal ein Ende. Gut, dann... müssen wir wohl das Monster da töten. Mit meinen Medaillen. So, Strahlung oder Schock. So, jetzt gehe ich mal zu diesem tollen Typ hier. Hä? Gerade warst du doch rot oder was? Na egal. Die Waffe klingt voll lustig so. Jetzt können die Bauern und Mönche frei von Angst leben, denn der Chupacabra ist erlegt. Verdammt gute Arbeit, Kammerjäger. Super, also unbegrenzte Ding, aber geht kaputt. Check. Schaden ist besser, jo. Ah, das ist wieder so eine, die liebe ich. Die liebe ich. Diese Trrr. So, sehr gut. So, gut. Dann gehen wir mal weiter. Wir sind ja immer noch auf der Jagd nach dem Tagebuchräuber. Und... hallo. Komm schnell her. Die heilige Destille ist von Wretches befallen. Destille. Den sechs Stürmen sei Dank. Mein Gebet wurde erhört. Ich bin Bruder Mendel vom aufkommenden Sturm, der Gewaltlosigkeit verschworen. Ich muss dich um Hilfe mit diesen bösartigen Wretches bitten. Du musst sie für mich vernichten. Da wären wir. Und jetzt schnell rein, bevor die Wretches diesen heiligen Ort komplett überlaufen. Ja, das kann ich noch kurz dazwischen machen. Würde ich es selbst erledigen. Aber ich darf nicht mal eine Mücke erschlagen, wenn sie mich sticht.
Ach, hätte ich doch nur nicht den Weg der Gewaltlosigkeit gewählt. Nun musst du an meiner Stelle schlachten, rechtschaffener Held. Das wollt ihr nicht. Was? War das schon alles? Ich beneide dich, Kammerjäger. Dich belastet kein Eid. Du bist kein Sklave der Sittlichkeit. Jage diese widerlichen Wretches und reiß die noch schlagenden Herzen aus ihren elenden Brustkörben. Okay, was ist mit dem los? Hä? Wo ist er denn hin? Ja, hier geht's weiter. Es scheint, als wäre dieses Monster an einer Alkoholvergiftung gestorben. Ah, tu mir einen weiteren Gefallen und bring mir die Leber. Okay. Mit dieser Ratch-Leber kann ich wunderbaren Fusel herstellen. Ja, ja. Was? Achso, hä? Wieso hat er das wieder geändert? Okay, nochmal. Hä? Das ist doch auch eine. Naja, okay, dann nicht. Was ist denn für ein hässliches Ding? Badass. So, da ist noch einer und da sind noch welche. Kritisch, kritisch. Ach, jetzt schnauze ich ja. So. Ja. Gut. Ratch Königin. Glück im nächsten Leben. Was ist das denn für einer? Ah, gut. Hä? Ah, da oben. Ruhe.
ey. Ich schieße einfach hier so, so blind links bisschen. Ein rechtschaffenes Gemetzel. Finde auch den letzten Redstock und mach dieser Plage ein Ende. Geh, mein blutüberströmter Streiter, geh. Das Massaker wartet. Oh, wie prächtig. Schick die Bestie schreiend in die Leere. Spalte ihren Schädel und tränke diesen heiligen Ort mit ungeheuerlichem Blut. Ja, die Qualen sind berauschend. Was ist mit dem denn los? Oh je. Was ist das? Einfach eine Pistole. Hm, cool. Okay. Minus 24% Waffenschaden ist halt, warte mal, wie viel Prozent bekomme ich? Ja, 3% ist auch nicht so ein Mörder. Okay, ich probier's mal. Ich finde es immer richtig lustig. Echt jetzt. Auf eine Schrotflinte. Ein Zielfernrohr zu haben. Ich sehe recht amüsant. Wieso ist hier immer noch auf der Karte dieses Feld angegeben? Ist hier noch irgendwas? Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht wo. Ich bin mir jetzt sicher, dass das da so ein Ding ist. Ja, jetzt oder was? Ja, come on. Aber trotzdem ist das Feld immer noch da. Seltsam. Naja, vielleicht später. Ah, komm an. So, vielen Dank, Junge. Das hat mir sehr geholfen. Ja, nee. Ich bin schon wieder voll. Eieiei. Wenn wir Mönche den Eid der Gewaltlosigkeit leisten, müssen wir all unsere weltlichen Waffen ablegen. Sie werden nicht weit von hier gelagert und ich empfehle dir dringend, was auch immer du brauchst, aus unserem Waffenlager zu nehmen, mein vivisizierender Rächer. Komm dann zu mir zurück.
Ah, ich brauche noch weitere Ranch-Leber. Hier ist anscheinend auch noch irgendwo eine. Ah, da hinten. Hervorragend! Diese eingelegte Ranch-Leber kann ich gut gebrauchen. So, duschen. Und Skillbaum machen wir dann gleich. Genau, die haben wir schon. Da muss irgendwo jetzt wahrscheinlich irgendwo am Rand. Ah, da. So. Jetzt hat er aber. Igitt. Ich gebe zu, dass ich ob meines Beitrags zu deiner unbändigen Gewalt zwiegespalten bin. Doch vielleicht sind derartige Vergehen ja der Wille der Stürme. Du hast mir Anlass zum Nachdenken gegeben, Kammerjäger. Und Anlass zum Trinken. Prosit, das sind wirklich glückliche Stunden. Ah, wie ich sehe, hast du die eingelegten Ratschlebern gesammelt, um die ich dich gebeten hatte. Sehr schön, sehr schön. Das gibt noch eine Belohnung. Weißt du, diese eingelegten Ratschlebern sind die Geheimzutat für unseren heiligen Fusel. Oh. Zu diesem Zweck haben wir immer einen Ratschrudel parat. Aber sie konnten sich befreien und machen jetzt die Destille unsicher. Das ist widerlich. Wieso Pistolen? Ich mag keine Pistolen. Ja, nee, danke. So, hier, jetzt geht's weiter. Springen wir einfach zum Ende. Moment, was ist denn das auf dem Einband? Eine Karte zum Schlüssel eines supergeheimen Waffenlagers? Oh, Katsching, Baby! Oh, ich hab dir doch gesagt, dass da wirklich wichtige Notizen drinstehen. Er wird sich den Schlüssel zu den Waffen holen und dir alles in die Luft jagen. Ich schicke dir die Koordinaten des Schlüssels. Dort wirst du ihn finden. Du musst ihn ausschalten. Stellt euch das vor. Das Chick ist so allein. Sie hat niemanden. Sie kann keinem trauen und lebt in einer Furzhöhle. Oh, kannst du den Typen bitte umbringen? Ja, kann ich machen. Durchaus. So, wir haben 2 Skillpunkte. So, nächstes. Minigun verursacht mehr Schaden, wenn die Hitze zunimmt und kann länger abgefeuert werden. Das ist natürlich auch schön. Flammenwerfer. Ah, ja, okay, aber Treibstoffverbrauchung. Ja, mal schauen. Was ist das beim Bewegen? Sind Maus Handhabung, Waffen und Geschwindigkeit erhöht? Da kritische Passing, ja, das ist egal. Okay, erhöht den Brandschaden. Plus das da ist halt dann ziemlich cool. Laser Tag im Weltall. Nicht, ich will die. So, wieso springt das immer zurück? Voll dämlich. Wieso sind hier jetzt wieder Leute? W-
wie die rumfliegen. Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. So, es sind jetzt wieder die Reds hier. Oh. Wie ärgerlich. Oh, keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Ja, okay. Scheiße. Jetzt verpisst euch mal hier. Ihr kleinen Scheißer. Huh. Didos Reue. Schauen wir mal. Okay, nächste Runde würde ich sagen, rächen wir die Ava. Wow. Wow, okay. Der Bär ist es. Ah, da ist das Bean. Wow. Ja, dann machen wir den jetzt noch. Der Sniper ist, gefällt mir nicht so gut, jetzt ehrlich gesagt. So. Das Aufladen ist halt ein bisschen blöd. Plus eins ist jetzt nicht so geil. Gut. Gut, aber jetzt können wir Schluss machen. Beziehungsweise wir holen erstmal den Schlüssel. Du hast den Schlüssel? Geile Sache. Das Versteck ist ganz in der Nähe. Und ja, komm. Wir holen uns das, die Waffen. What? Da unten sind die. Gehe ich gerade richtig? Ja. So. Das werfe ich weg. Das werfe ich weg. Und die beiden. Hä? Ich habe zwei Sachen weggeworfen. Schaut her. Hä? Ich habe doch zwei Sachen weggeworfen.
So, jetzt. Gut. Was soll ich jetzt machen? Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und jetzt geht's wieder nach Sanctuary zurück. Bis dann, bye bye.